Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Und wir gehen hier jetzt mal in die Domain des Magrus rein, oder Mogras, oder wie der hieß. Und schauen mal an. Ah, so kommen wir auf die andere Seite. Alles klar. Die Seite war die andere Tür. Und hier, das ist jetzt. Okay. You stand before the halls of Morgrus. Das heißt, hier müssen wir den anderen Schlüssel erstmal finden. Ah, und hier läuft es erstmal auch flüssig. Oh, hier sind auch Türen. Irgendwas attackiert mich. Oh, woher kommst du denn jetzt? Hat auch nichts mit der Spinne, ey. Alter, ein Eisengolem ist da, glaube ich. Oh. Okay, der attackiert mich jetzt aber gerade gar nicht. Jetzt schon. Oh, Alter. Nochmal heilen. Woher kommt der scheiß Eisengolem her? Ist er kaputt? The Iron Golem has nothing usable. Ach, so ist der Schrott. So ist er kaputt. Okay. Oh. Wo kommt der denn auf einmal her? Und hier sind lauter Türen, ey. Okay, die Seite hat mit mehr Türen zu tun als die andere. Die andere eher mehr mit Schächten. Ja, wieder die Ghule. Natürlich. Ah, und jetzt haben wir beide tot. Der Ghul hat nichts. Und das Ghul hat auch nichts. Aber dafür geht es hier weiter, zur nächsten Tür. Auf die Map gucken. Jetzt links wäre wieder eine Tür. Wölfe sind mir lieber. So. Haben wir zwei Wölfe mit einem Schlag gekillt. So, der Wolf hat auch nichts. Ich will jetzt aber den Schatz. Ja. Den Dolch nehmen wir auch mit. Wer weiß, vielleicht ist das irgendwas Wertvolles. Ah, okay, die Tür ging zu. Wir gehen mal durch diese Tür. Hat nichts bei sich. Da war irgendwas Rotes. Habt ihr das gesehen? Oha. Oha. Hier gibt es also Lava. Ja. Bin ich hier auch richtig? Ich hoffe, hinter mir ist kein Wolf. Ich würde sagen, hier speichern wir noch einmal, aber dann machen wir einen dritten. So, dann nennen wir das Max Deus 3. Nur für den Fall. Glaube, wir müssen. Oh, da war so ein Geist. Krass. Also da, ne? Wir gucken mal uns ein bisschen woanders um. Ich habe so ein Gefühl, da wo das Lava ist, müssen wir hin. Ach, hier. Boah, haben die mich jetzt erschrocken. Okay, beide tot. Digga, heil doch mal. Höllenhunde hatten nichts.
So, und Plattenboots. So, wo sind wir? Hm? Wir müssen irgendwie einen Weg auch dahin finden, aber Ziel Lava gibt's geil erstmal. Und ich bin mir sicher, der Plus. Ah, geil, wieder Goblins. Seit Ewigkeiten keine Goblins mehr gesehen. Ja, Stäbe sind wertlos. Stäbe sind wertlos. Für mich zumindest. Komm, wir gehen mal hier rein. Er hatte 3 Gold und einen Stab. Und dann hier. Hm? Ich dachte, ich würde von irgendwas gehauen. Digga, woher kommst du? Und einfach direkt vor meiner Nase, ey. So, Ghoul hat nichts. Aber ich will das da. Ich will den Schatz. Ich will den Schatz, hallo. Hm? Ah, jetzt können wir nichts mehr tragen. Schade. Wir müssen auf jeden Fall einen Weg finden über die Lava. Ohne dabei, dass wir drauf gehen. Wie viel tragen wir jetzt? 174 von 180. Ah, süß, die Goblins. Die sind süß. Mittlerweile, finde ich. So. Hier haben wir 3 Wege. Geradeaus, links und rechts. Würde ich sagen, wir gehen zu... Oh! Die haben mich jetzt erschrocken. So, und was gibt's hier? Und Belt. Können wir noch mitnehmen? Hier gibt's auch noch einen Weg. Wo das wohl hinführt. Ah, okay. Hier waren wir schon. Dann gehen wir nochmal zurück. Oder hier mal rein. Mal gucken, was es hier gibt's. Ein Schatz, nice. Wow. Toller Schatz. Echt toll. 6 Gold. Wow. Ich bin reich. So, okay, dann gehen wir da jetzt nochmal zurück und den Weg nach Norden mal. Keine Ahnung, wo wir jetzt hinlaufen. Okay. Okay. Trolle sind nicht mehr so krass. Ah, komm. Ah, okay. Wir kommen hier wieder so ein paar Räumen entgegen. Hier ungefähr. Oder hier. So, 70 Gold. Keine Ahnung, was Spinnen mit 70 Gold machen, aber hier haben wir eine Tür. Und nochmal etwas Gold. Und ein Mace. Ah, schade. Ich würde sagen, wir packen, gehen mal hier in die Ecke und schmeißen mal das Zeug weg, das nicht magisch sein kann, wie das hier. Drop. Ja.
Der hier ist auch nicht magisch. Drop. Ja. So, dann müssten wir erstmal wieder genug was tragen. So, Mace können wir jetzt. Das ist unsers. Kann gerne despawnen. Dann müssen wir einmal auf die Seite. Und durch die Tür auch einmal gehen. Da haben wir die Tür. Oh, noch so ein Geist. Okay, und Geist ist tot. Ah. Oh, da hinten ist auch noch wieder ein Geist. Hinter mir ist irgendwo eine Tür. Gehen wir mal. So. Ja, die beiden sind auf jeden Fall... Oh, wir haben Steph hier. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Den wollte ich jetzt droppen. Den wollte ich jetzt droppen. Wenn die blau sind, dann können wir die quasi gut verkaufen, weil die sind einiges mehr wert, weil da ist eine Magie drauf. Da haben wir die noch nicht erforscht, diese Magie. So. Ich glaube, da kommt da jetzt gleich irgendein... Ne, doch nicht. Müssen wir da hin? Ja, wir müssen da einmal hin. Weil wir da noch gar nicht waren. Komm her. So. Und dann noch einmal heilen. Ja. Gold nehmen wir auch mit. Hier ist noch eine Tür. Okay, wo führt die hin? Ja, ich würde sagen, eigentlich am meisten Sinn würde es machen, wenn wir nach Osten gehen und dann einmal hier rein. Und im Süden waren wir auch noch gar nicht. Egal, scheiß drauf. Wir gehen nach Osten. Und dann springen wir in das eine Loch rein, oder? Ich glaube, da müssen wir rein, oder? Komm, wir nehmen den Weg. Und Shift J. Springen wir hoch. Ups. So. Ja, das führt direkt hier in die Lava. Da wollen wir nicht reinfallen. Das heißt, wir versuchen unser Glück mal hier. Shift J. Oh, meine Hustenanfälle, ey. Ich hoffe, wir sind jetzt hinter der Lava. Und so. Geil, eine Sackgasse. Ja, versuchen wir es hier mal. Hier haben wir wieder Lava. Aber wir können aber hier unten rum. Können wir da einfach so hin? Ne? Wo sind wir jetzt genau? Irgendwo. Aha. So. Bloß nicht in die Lava fallen. Hier haben wir wieder einen Raum. Ah, okay, das ist der Raum von vorhin. Dann gehen wir mal dahin. Wieder Lava. Ganz gefährlich hier. Sollen wir hier rum oder darum? Bin mir nicht ganz sicher. Ich würde sagen, vielleicht vorsichtshalber erst einmal. Muss jetzt eben kurz auf die Karte gucken. Okay, vor mir ist normaler Boden.
Scheiße, ich steck fest. So. Da ist eine Tür. Könnte gefährlich werden. Wir sagen vielleicht nochmal zurück. Oder wir safen uns das hier noch einmal. Und dann riskieren wir das mal. Shift J. Ah, geil. Geil, geil, geil. Wir haben es überlebt. Wir haben es geschafft. So. Ah, Kite Shield können wir nicht mehr mitnehmen. Können wir was droppen? Was nicht so wertvoll sein kann. Jo, wir haben ganz schön viele Belts und Bracelets. So, gibt das mehr? Wenn wir den wegmachen und dafür den? Ne. Dann bleiben wir bei dem. Belt of Agility haben wir. Wenn wir den wegnehmen, warte, wir haben hier 22, 17 überall. Hier nichts. 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 Auch nichts. Dann bleiben wir bei. Hallo. Bleiben wir bei dem. Und da manche Bracelets. Wenn wir den wegmachen. 18, 13. 22, 17, okay. 2015. Nichts. Auch nichts. Ah, nehmen wir mal den. Obwohl, ne, den kennen wir, was der hat. Den weiß ich nicht. Und hier Bracers. Macht nichts. Crystal macht auch nichts. Mark macht auch nichts. Der Mark auch nichts. Ja. Haben wir schon was gedroppt? Können wir den mitnehmen? Ne. Egal. Scheiß dort drauf. Ich würde sagen, wir gehen aber dahin. Oh. Ja, okay, dann vielleicht. Da hinten rum. Müssen wir vielleicht darüber springen. So. Und dann Shift J. Oh. Nicht immer schaffe ich es rechtzeitig hier auf stumm zu schalten. Da tut mir leid. Jo. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass in Skyrim eigentlich Labyrinthion jemals mit Lava irgendwie was zu tun hatte. Kann man da hin? Ich speichere vorsichtshalber noch einmal und dann springen wir mal dahin, weil auf Map sieht das aus, als könnte man dahin. Shift J. Ah, geil. Jetzt ist nur die genau die Sorge hatte ich. Scheiße, kann sein, dass wir gleich raufgehen, wenn wir zurückspringen. Geil! Wir leben! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft, wir leben. Und jetzt stecke ich wieder fest. Hallo! So. Sieht aus, als müssten wir vielleicht hier hin. So, der erste ist tot. Und der zweite auch tot. Der hat nichts. Einmal kurz heilen. Wir gehen trotzdem noch mal da oder dahin. Müssten wir auch mal schauen. Aber verdammt viele Höllenhunde haben die hier.
Weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, wir gehen einfach so wieder zurück. Ja, nein, hallo. So. Wir gehen hier mal entlang. Mal schauen, was es da gibt. Ja, Stäbe wollen wir nicht. Hier gibt es auch nichts. Gibt es eine Geheimtür wenigstens? Auch nicht. Dann würde ich sagen, da müssen wir vielleicht hin. Ach, da ist die Tür. Warte mal. Ist das da hinten ein geheimer Weg oder der richtige Weg? Noch einmal kurz speichern, weil drauf gehen will ich nicht hier. Und den ganzen Weg dann für umsonst gemacht haben. Okay. Dann dahin. Nein! Das war's. Ja, wir laden den hier noch mal. So, Shift J. Und dann da mal Shift J. So, ich hoffe, hier ist richtig. Irgendwie, irgendwo. Und wir sind da aus Versehen dran vorbei. Aber wir wissen jetzt wenigstens, wie es aussieht, wenn man an Lava drauf geht. Man hat eine gewisse Zeit, sich da noch rauszuholen, aber ich habe ein bisschen wohl doch zu dumm. Scheiß Geister. Ah, ich steck fest. Scheiße. Aber Schatzkammer gefunden. Nice. So. Plattenhead. Oh. So, Amulett kann ich auch nicht mehr tragen. Warum? 176. Ja, dann schmeißen wir mal die weg. Können nicht viel wert sein. Den Kite Shield. Ah, nein, das wollte ich jetzt nicht. 8 Kilo. Weg. Wo war mein Ebony-Dings? Ebony Battle Axe, den rüsten wir wieder aus. Dann den. Drop. Den Flail. Auf. Drop. Mace. Drop. Dann schauen wir mal, was wir da kriegen. Oh, nee. Warte mal. Würde ich sagen, wir gehen mal in die Ecke und schmeißen hier das alles weg, was nicht magisch ist. Den hier zum Beispiel. Ja. So, Kite Shield. Drop. Yes. Silver Longsword. Drop. Yes. Die können alle nicht so viel wert sein wie diese magischen Dinger. Die blauen. Shortbow können wir noch gebrauchen für Dings hier. Ja. 81 Heiltränke haben wir noch. Das ist nice. Dann gehen wir mal dahin und nehmen das alles mal mit. Kann sein, dass davon irgendwas magisch ist. Ah, nice. So. Aber
Das war jetzt nicht das, was ich jetzt erhofft hatte, erwartet hatte zu finden. Aber hier geht es auch noch weiter, was Lava angeht und so. Ich habe irgendwie die ganze Zeit im Kopf, dass da, wo der Lava ist, da ist auch der zweite Schlüssel. Ach ne, jetzt stecke ich hier fest. Scheiße. Nein, 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 nein. Boah. Nein, 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 schnell. Oh. Das war knapp. Herz. Warte. Safe Game, schnell. Ganz schnell. So. So, dann. Wir könnten rein theoretisch uns den ganzen Weg jetzt nach Norden machen. Oder hier das alles auch mal erkunden. Und weil das näher ist, würde ich sagen, zuerst dort. Und hier entlang, würde ich sagen. Aber war zwar nicht der Schlüssel, den wir suchen, aber immerhin ein paar Schätze gefunden. Die Schatzkammer gefunden. Da sind wieder Ghule. Geht's überhaupt weiter? Da oben im Norden irgendwo ein bisschen. Na komm, wir gehen durch die Tür. Ja, okay. Egal, wir gehen da durch, links. Und hier nochmal links. Und hier nochmal links, dann wieder rechts. Und dann sind wir jetzt da, wo wir noch gar nicht waren. Oder? Ja, hier waren wir noch gar nicht. Ja, du siehst, ah, scheiße. Also die haben mich jetzt irgendwie krank gemacht. Das heißt, wir müssen uns irgendwie kurieren. Ah, geil. Iron Longsword können wir noch mitnehmen, nice. So, wohin? Erst Norden oder Süden oder... Ja, komm, erstmal Süden. Beziehungsweise, ich würde sagen... Was war das? Ich würde sagen, wir kunden weiter in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.